warum ich gut zu dem Job passe, ist einfach, dass ich einen Blick für Details habe, vielleicht auch mal zu penibel und kleinlich bin, so ein bisschen monkmäßig einfach. Also es fällt mir alles relativ schnell auf. Wahrscheinlich hilft das auch für den Job, den ich hier mache. Ja, ich bin Matthias Schwegmann, bin 33 Jahre alt, arbeite seit 5 Jahren bei Ela Container, bin hier verantwortlich fürs Prozessmanagement. Das bedeutet, ich und mein Team, wir schauen in alle Abläufe, Prozesse, hinterfragen alles und helfen eigentlich jedem Fachbereich stetig, ständig besser zu werden. Ich habe Betriebswirtschaft studiert, Bachelor und Master in Osnabrück, habe dann hier während der Arbeit aber noch oder neben der Arbeit nochmal Informatik studiert. Wenn man eng mit der IT zusammenarbeitet, ist ein gewisses Grundverständnis einfach wichtig. Also man muss nicht im Detail wissen, wie was aufgebaut ist, funktioniert. Programmieren muss ja auch keiner können. Aber wenn man ein Grundverständnis und ein Gefühl für Datenstrukturen, Abläufe und wie kann man sowas abbilden, das ist ganz gut. Wir sind so ein bisschen Inputgeber für die IT, filtern das Ganze, was aus den Fachabteilungen kommt, gerade Anforderungen, damit das sauber und strukturiert in die IT fließen kann. Heutzutage hat man die meisten Prozessverbesserungen irgendwo auch über IT und Automatisierung. Freizeit als Ausgleich beschäftige ich mich gerne mit Handwerken, wenn man das so sagen möchte. Also während ich hier ja den ganzen Tag eigentlich spreche und irgendwie am PC sitze, brauche ich schon als Ausgleich irgendwie was mit meinen Händen zu machen, zu arbeiten und irgendwas zu schaffen. Da steht was, das ist jetzt besser geworden, ich kann das anfassen und es ist einfach ein Ergebnis, was steht und das brauche ich auch. Bei meinem Schwiegervater, der hat einen riesigen Hof und da haben wir auch eine ganz, ganz große Werkstatt, die ich dann mitnutzen darf. Das ist einfach, ja, ich sag mal, so ein kleines Männerparadies, wo man sich dann auslassen kann. Also da ist eigentlich alles an Werkzeug, was man sich vorstellen kann. Man weiß nur nicht immer, wo. Ja, gemeinsam mit meinem Team kümmere ich mich darum, dass die Prozesse einfach effizienter, schlanker, schneller, besser durchlaufen. Und das wirkt sich natürlich auch wirtschaftlich aus. Allerdings ist es auch wirklich so, dass wenn man den Leuten hilft, wenn die auf einen zukommen und man Prozesse und Abläufe verbessert, dass es auch einfach die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigert. Die Stimmung im Team ist immer sehr gut tatsächlich, weil die Arbeit aber auch einfach Spaß macht. Die Wege sind auch kurz, weil das Team halt nicht so groß ist. Also eigentlich weiß immer jeder alles und das ist auch gut so. Also mein Team besteht aktuell aus 7 Leuten. Wächst und schrumpft immer durch Bacheloranden oder Masteranden. Wir haben eine Wirtschaftsingenieurin hier, wir haben einen Wirtschaftsinformatiker, wir haben Betriebswirtschaftler hier. Und grundsätzlich kann man sich die Leute wirklich als Projektmanager vorstellen, die dann für ihre einzelnen Bereiche Dinge umsetzen und verwirklichen. Ja, also wie läuft das ab? Inputs sind eigentlich zwei Dinge. Entweder die Fachabteilung kommt auf uns zu, das machen die auch sehr gerne. Das ist eigentlich der Regelfall. Es kommt aber auch oft vor, dass das einfach irgendwas auffällt. Das heißt, wir kennen die Abläufe in Fachbereich X und wissen einfach durch einen Austausch, dass das, was da passiert, vielleicht 15 Schritte später im ganz anderen Fachbereich zu ganz großen Problemen führt. Und dann setzt man die Leute zusammen und spricht mal drüber. Was unser Job dann ist, ist das Ganze unternehmensweit zu sehen. Das heißt, wie sind gerade die Übergänge zwischen den Abteilungen und Gruppen? Wie sind die Schnittstellen? Wie werden die abgebildet? Das kann man sich konkret so vorstellen, dass man oft auch als Mediator dazu genommen wird. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und als jemand, der das Ganze dann erstmal strukturiert und irgendwie prozessual abbildet. Wichtig dabei ist auch, dass wir hier immer, ich nenne es mal so, als großes Neutrum auftreten. Ähnlich wie die Schweiz. Also wir haben da so keine Meinung, vertreten auch nicht dann die Meinung einer Fachabteilung, sondern vertreten immer die Meinung des Unternehmens und der Firma. Das Größte, was ich da bis dato dann fabriziert habe, war tatsächlich ein kompletter eigener Smoker, den ich abgeschweißt habe. Mir angeschaut, was die kosten, habe mir überlegt, das kannst du auch selber. So schwer ist es nicht. Fängst mit Pipeline-Rohren an, brät sie zusammen,
und schwuppsiwupps, irgendwann hatte man den Smoker mal fertig. Holz mache ich tatsächlich auch sehr gerne. Habe mir jetzt letzten Winter mehrere Bäume geschnitten. Das heißt, gefällt, mit der Kettensäge in den Wald, zuschneiden lassen, Bohlen, 60er Breite, 50 mm Dicke, die trocknen und lagern da jetzt. Also es ist eigentlich Holz und Metall, aber ich will nicht abstreiten, dass da vielleicht auch mal irgendwas anderes dazukommt. Ja, die Unternehmenskultur bei Ela ist sehr direkt, auch sehr wild. Alle wollen weiter und alle wollen schnell weiter. Da steckt noch ganz viel Potenzial. Haben halt immer auch ja, größer denkt, was ich immer so im Kopf habe, sind 50.000 Mitarbeiter vielleicht. Und dafür schon mal die Strukturen und Abläufe schaffen, dass das da entsprechend eingegossen werden kann. Das irgendwo in Bahnen zu lenken, macht schon Spaß.